Freunde, willkommen zurück zu Pacific Drive. Eben mal fix gucken, ob hier alles richtig läuft. Aufnahme läuft, Stream läuft. Super. Alles läuft ordnungsgemäß, das ist schon mal schön. So. Ich wollte... Okay. Was wollte ich machen? Ach, ich war schon so weit fertig, dass ich eigentlich direkt in die nächste Geschichte hätte starten können. So. Was brauchte ich für einen großen Benzinkanister? Oh. Handstaubsauger. Okay. Ich hole mir noch irgendeinen Impulshammer. Okay, vielleicht auch nicht. Vielleicht eben. Kaputt gehen. Und ein Handstaubsauger. Stahlblech. Das könnte ich dann irgendwann eigentlich mal bauen. Okay. Den Hammer kann ich erstmal hier reinlagern. Genauso wie den Handstops. Ne, den kann ich erstmal da lassen, sondern hier den hier. Oh. Super. Oh. Also. Ah, egal. Na, ah, ich... Knotenpunktverhältnis. Hier oben. Fahrzeugdichte hoch, okay. Niedrig, also gelb ist eher problematisch. Ich glaube, ich fahre erstmal hier hin. Funkenflug, negativ. Stabile Anker, nicht erkannt. Plasma-Generator, voll verlassenes Auto. Okay. Würde ich da jetzt eben hinkurven? Auf geht's ins nächste Abenteuer.
Wir wollen jetzt hier zu KNPE 4 Nebenstraße. Werde ich sehr schlau draus, aber es gibt hier wohl Plasmageneratoren, Autofrucks und verlassene Autos. Also, here we go. Okay. Funkenfluglogbuch. Okay, das sieht echt nice aus. Ja, also werden wir jetzt hier nach und nach anfangen und jetzt schon mal vielleicht das erste Auto durchsuchen. Oh, hier ist Strahlung. Das ist nicht gut. Schnell wieder einsteigen und weiterfahren. Ich könnte natürlich das Auto noch verschrotten, aber das machen wir vielleicht später mal. Oh, you know what my favorite remnant was? The record player. You remember Francis? You play records normally, but then every now and then you hear weird voices. Like that one time it was my fifth grade lunch lady. This again. You know, the sooner I get this out of my system, the sooner you can have some peace and quiet. Fine. Hey, had a girl? Oh boy. Hey, driver, listen. Of all the legends, of all the stories that have spawned in the zone, trust me, there are so many. Remnants? One of the best. I'll start from the beginning. In 1964, strange objects began appearing throughout the zone. They were shabby, cast-off things that were imbued with strange properties. A broken microwave that froze food instead of warming it. A rusty can of paint that produced every color in existence. Always so out of place that people were irresistibly drawn to them. Yeah, you know, like a mysterious car in the forest, right? Okay. Interessant, interessant, interessant. Also wir sind jetzt hier bei dem ersten Haus und wir haben hier total das Strahlungslevel. Tobias mentioned that the remnants bind themselves to people, like the cars done with you, and how that led to obsession. These obsessions always started innocently, a sudden interest in model train sets or collecting old road signs. The objects themselves would exhibit anomalous properties, but what didn't in the zone, right? That in itself wasn't cause for alarm. But these fixations would only grow worse, until its victims could think of nothing else but the remnant. And they always ended with spiraling into madness and disappearing in a mad chase after something. Sorry, driver, it doesn't sound fun, but better to know what you're up against. Could the remnant's victims still be out there somewhere? I mean, we never heard from them again, but it doesn't mean they all died, right? If the madness didn't kill them, then the zone did. Anyway, it's been 20 years since the last remnant sighting. We thought they were long gone. Until you found the car. Okay. So lange gibt es schon keine Relikte mehr. Oh mein Gott. Okay, damit habe ich jetzt schon mal das erste Plasma und ich kann mal wieder ein paar Sachen in den Kram hier reinschmeißen. Aber das hier ist, ja, eine Straßenblockade. Okay, irgendwie gab es doch eben gerade noch ein Logbuch. Arc-Teleporter kenne ich ja. Reisevorbereitung ins... Okay. Tourplan, die verteilte... Schnellzugriffleiste, Sperrgebiet.
Okay, ich klicke das jetzt einfach mal alles durch. Steinschlag, Tourist, Funkenflug. Ah, die sind überladen und noch gefährlich. Okay, das erklärt es. Krass. Okay. Dann kicken wir mal, dass wir die nach und nach alle abarbeiten. Oh. So, ich will die jetzt mal hier eben alle abschließen. Werkzeuge. Oh. Beim Wurzel. Okay. Ersatzglühbirnen-Set. Hilfsmittel. Werkmatte, okay. Und verfeinern. Werkbank, Transportkopfwurz. Ah, okay. Ah, okay. Hilfreicher Müllcontainer. Einpackhilfe. Einpackhilfe? Okay, Aufkleber. Radio-Legende, Teil 3. I wonder if you're already feeling the remnant's effects, driver. Have you been fixating on the car, maybe? If only we knew where remnants came from. Then we'd have a place to start on how to help you. This is no typical anomaly. Right, yeah. The anomalies we know, they're creepy, crawly, and weird. Like visible manifestations. The remnants were the only ones that wormed its way into your brain. There's something much, much more. Okay, krass. Oh, hier will ich einmal rein. Gefahrengutschrank. Ist hier noch etwas? Oh. Adercontainer. Okay. Und noch eine Kiste ist ja. Wird ja immer besser. Auch gebunkert. Das kann ins Auto. Machen wir das erstmal so. So. So, fahren wir hier einmal im Kreis, dann hier hin, zurück und dann hier hin, dann da. Ja, das hört sich eigentlich gut an. Dankeschön, Dadahu. Da ist noch Müllcontainer. Den will ich mitnehmen. Und ab geht's.
Okay, das sorgt zum Glück nicht für irgendeinen Unfall. Das ist schon mal sehr gut. Okay. Ah, da ist eine Straße. Okay. Stahlplatte, Stahltür. Okay, oh Gott, ist das ein... Was ist das hier? Ach, das ist ein ganz normaler Turm, okay. Kann man da rein? Nö, okay. Gehen wir erstmal hier rein. It's all Ada's fault. Okay. Oh. So, dann sollten wir auch mal gucken, was wir noch so gebrauchen könnten. Alles Labor, Rucksack. Und dann noch den hier, ne? Okay. Okay, so, primitive Platten, vielleicht kann ich ja einfach mit dem Schneider hier die Metallsachen, also die Stahlplatten mitnehmen und vielleicht verarbeiten. Was sehr nice wäre. Aber irgendwie kriege ich hier Glasscherben und Metallschrott, aber keinen. So. Ich will jetzt mal gucken. Stahltür funktioniert nicht, aber primitive. Nee, habe ich alles noch gar nicht. So, was fehlt mir hier? Kupferdraht, Glasflaschen und Stahlblech. Okay. Und kaputt gegangen. Oh. Zwei Stahlplatten. Wie sieht's hier aus? Guck mal. Gummi habe ich genügend. Vielleicht kann ich mir dann Motorstufe 2 vielleicht am Ende des Tages hier bauen. So, das, das, das. Dann holen wir uns das. Okay.
Super. Es ist also nicht ganz so gefährlich, wie ich dachte, aber so. Schnell, schnell, schnell. Schnell weg. Passiert da was? Nee. Okay, hier ist wieder ein Turm und eine Station. Ich glaube, ich park hier mal. Kann ich das auch irgendwie... Okay, nee, dann schmeißen wir das einfach hier rüber. Okay. Das verursacht ein wenig Stress. Funkturm. Kann ich hiermit was machen? Okay, nee. Schon, dann gehen wir mal da rein und gucken mal, was wir hier finden. Oh. Reichlich Erfahrungen. So. Oh, alter Schwede, ist das schon... Habe ich schon wieder viele Ressourcen. Ja. Wo wir gerade davon gesprochen haben. Entladen wir mal. Okay. Irgendwas essen. So. Dann holen wir eben noch den Rest hier raus und gucken da mal. Oh Gott, ist das dunkel. Das hier finde ich interessant. Das leuchtet irgendwie komisch. Versiegelt schwer. Okay. Impulshammer. Ich würde erstmal den Strom anlassen und dann gucken wir danach nochmal. Umwandler, was ist das denn? Umwandler, Anbeifen für den neuen Kom. Ich drücke das ein Buch nehmen, muss man noch denken. Brecheisen, Bleiplättchen. Okay.
Das will ich mal testen. Okay, wieso? Dann teste ich gleich mal 9. Aber wir holen eben... Mal gucken, ob es dann nicht mehr funktioniert. Bringen wir unser Kram eben weg. Aber er läuft immer noch, also sollte es eigentlich funktionieren. Mal gucken. So. Brecheisen erstellen. Und nochmal gucken laufen. Oh Gott, ist das dunkel. So. Also ich habe ein... Oh. Bleiplättchen. Okay. Dann muss ich mir jetzt noch ein neues Brecheisen machen. Das war mal ein interessanter Test. So. Und Brecheisen. Tür ist noch offen. Verdammt. Wow. Okay. Wieso breitet sich das jetzt aus? Ah, seismisches Gewitter. Was ist das denn jetzt? Manchmal scheint sich selbst der Boden deinen Füßen umbringen zu wollen. Irgendwas unter hat sich verändert, wenn du... Oh. Oh. Okay, krass. Hilfe. Okay. Was zur Hölle ist das? Eine Anomalie? Hätte ich da mit dem Auto durchfahren müssen? Lauf, 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 lauf. Gott, oh Gott. Benzintank. Okay.
Ich glaube, wir sollten warten, bis das seismische Gewitter weg ist. So, dann sollten wir gleich mal gucken, was wir an... wie heißt es gleich noch? Können wir irgendwas bauen? Okay, Stahltür, Verbrennermotor. Glasflaschen fehlen mir... Oh, Eis. Die Sachen habe ich. Will ich jetzt hier hin? Okay. Das war eine coole Begebenheit aktuell. Hilfe. Wow. Okay. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe. Okay, vielleicht sollte ich gleich mal tanken. Aber vielleicht kriege ich ja hier noch ein bisschen Stahl raus. Also Stahlbleche. Das wäre an sich ja irgendwie nice. Da hinten sieht cool aus. Glasscherben. Habe ich auch Gaskartuschen. Plastik. Chemikalien. Gasflaschen. Was brauche ich hier für den Motor? Vergasermotor. Gasflaschen, nicht Glas. Okay. Was ist das denn? Portal zu nahe. Aber ich will ja noch hier hin und das holen. Also verknüpfe ich erstmal kein Portal, oder? Oder hätte ich diese Lim-Sachen erstmal pausieren müssen? Kommt das näher? Oh ja, das kommt näher. Obwohl, ist das eine Sturmwarnung? Oder ist das einfach... Hilfe. Okay, ich nehme stark an, dass ich hätte erst erkunden, dann die Limmkugeln und dann raus. Okay. Fürs nächste Mal.
Hilfe. Aber es sieht nice aus. Kann man echt nicht... Oh Gott. Echt nicht meckern. Miau. So. Und damit haben wir eine kleine Quest abgeschlossen.